ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Ist schon recht. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Dead Space 2. Wir haben beim letzten Mal gemerkt, diese Viecher machen einen krank perversen Schaden. Deswegen wollen wir die nicht noch einmal auf uns spucken lassen. Oh, ein Energieknoten. Gar nicht mitgekriegt. So. DNA-Zugang erforderlich. Na, der Howard, der muss ja hier noch irgendwo rumgurken. Ich würde mal sagen, das ist er. Das ist jetzt zwar etwas bitter, aber ich muss da leider rein, Kumpel. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Rig-Autorisierung erkannt. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ja, das hat er. So. Den nehmen wir mal mit, vielleicht brauchen wir den guten ja noch. Zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Ungefähr so. Das war sehr nonverbal gelöst. Energieknoten. Sehr gut. Ganz viele Energieknoten. Jetzt brauchen wir nur noch eine Workbench. So, entschuldigen Sie mich bitte, Howard. Aber... ich muss leider weiter. Aber mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Alter Vater, ey. Die Personensystem wird aktiviert.
Puh, das haben wir schon etwas besser überlebt. Manometer, jetzt machen wir nicht nur die Xenomorphs hier einen Strich durch die Rechnung, sondern auch noch die Station an sich. Textlog. Howard Phillips, persönliches Log, Rufzeichen Nummer 466. Ich habe versucht, so lange es geht außerhalb der Reichweite von Antis Interface zu bleiben. Ich will Ihre Entschuldigung bezüglich meiner Versetzungsgesuche nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ich nachfrage, höre ich nur computisierten Bockmist. 23 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht und nicht eine Antwort erhalten. Ich weiß, dass sie lügt. Ich weiß, dass sie nie abgeschickt hat, aber ich habe es Anti gezeigt. Ich habe beim Mittag alle meine Vögel aus den Käfigen gelassen. Es war so schön zu sehen, wie sie glücklich und frei herumflogen. Ich wünschte, ich könnte einer von ihnen sein. Anti spuckte irgendwelche Verordnungen aus und sagte was von abnormen Profilen. Mir doch egal. Ich habe heute den ganzen Tag mit den Vögeln getanzt. Ich liebe meine Vögel. Ich will heim. Ich glaube, der gute Howard hat auch einen Vogel bekommen. Aber gut, kein Wunder bei Einsamkeit. Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte abwarten Sie. Scheiß Credits geben, er sollte mir Lebensenergie geben. So. So, was kann ich denn noch machen? Plasma-Cutter macht schon den maximalen Schaden. Mark,
Ich weiß, dass sie da oben sind. Selbst wenn sie lange genug leben, um die Energie wiederherzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf. Schnauze, Tideman. Hallo, hallo, hallo. Mann, jetzt werde ich aber gerade zugeschissen. Knoten. Lecko. Ein Stase-Pack. Puh, es wird nicht leichter, Leute. Das, obwohl wir jetzt schon maximale Leben haben. Ich brauche dringend einen besseren Anzug. So, gut, dass wir in Luft investiert haben. Jetzt können wir uns richtig schön Zeit lassen. In der Ruhe liegt die Kraft. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Computer, hier spricht Direktor Tachman. Sofort alle Funktionen der Solaranlage deaktivieren. Systemabregelung wird initialisiert. Systemabregelung abgeschlossen. Tut mir leid, Clark. Ich weiß, was Sie vorhaben und kann nicht zulassen, dass Sie Erfolg haben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Okay. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Da möchte jemand gerne die harte Tour haben. Autorisierte Zugriff auf den Hauptrechner ist eine Verletzung des Bürgerrechts der Titanstation. Ersetzen Sie alle Steuerungen und treten Sie vom Sicherheitskasten zurück. Come on.
autorisierter Besucher. Hauptrechner. Autorisierter Besucher, Hauptrechner. Warnung! Die elektrische Abschirmung des Hauptrechners wurde deaktiviert. Vorsicht walten lassen! Okay, back to the action. Du kannst mich mal, Anti oder wie auch immer du heißt. Schon den richtigen Namen. Ach, hier steht, wie man es einfügen muss. Autorisierter Besucher, Hauptrechner. Mal wieder keine Medipacks, hey! So, das Kreuz. Das zu guter Letzt. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Sicherheit des Hauptrechners beeinträchtigt. Sicherheit wurde informiert. Der hatte Knieschützer gar nicht gesehen. Fuck it. Die Hauptrechnerschaltkreise sind extrem anfällig. Bitte treten Sie zurück. Okay, ich werde mein Geld nur noch für Medipacks jetzt einsetzen. Jetzt drauf schießen oder was? Ja.
Funktionen offline. Ausschaltungen offline. Station wird auf manuell Bedienung zurückgesetzt. Anti. Ja. Heiliger. Ellie, ich bin unterwegs zu den Reflektoren. Ich muss sie manuell ausrichten. Was macht Strauss? Sehen Sie doch selbst. Nein! Nein, nicht wieder die Nadel! Sie müssen mich rauslassen! Ich kann nicht alles verlassen! Strauss, was ist los? Ellie! Speicherstation wäre jetzt mal echt cool. Jetzt habe ich keine Energieknoten, oder? Doch. Oh. Ellie,
So. Howard Phillips, sie hassen mich alle, ich kann sie alle sehen, sie sind jetzt überall, hocken da, beobachten mich selbst Anti, sie wartet einfach ab, bis der alte Howard Phillips endgültig durchdreht, wie damals, als er die Vögel rausließ und gegen alle kurzen Regeln verstieß. Denen zeige ich, wer hier verrückt ist, was es braucht, um hier rauszukommen, sie müssen hier nur hochkommen und all dieses Blut wegmachen und was für Regeln werden sie dann aufstellen. Gegen die werde ich auch verstoßen, ich werde mich etwas hinlegen, ich fühle mich nicht so gut. Ja, ich werde mich jetzt auch etwas hinlegen, liebe Freunde. Der Part hatte jetzt Überlänge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Let's Play Dead Space 2 mit Minimax. Bis dahin, ciao Freunde, macht's gut.